onlineradio-düren.de. Online Radio Düren am Sonntag. Wie gesagt, am 11.11. sind Sachen Fußball on Tour und wir gehen zurück auf den Freitagabend um 19.15 Uhr. Sportfreunde Düren auf dem Rasenplatz Kunstrasen an der Blücherstraße empfing TuS 08 Langerwehe. Mehr zum Spiel aus erster Hand von Matthias Erdorf und wir sind gespannt bereits nach 15, 18 Minuten in Unterzahl, wie das Spiel ausgegangen ist, wie die Mannschaft verkraftet hat und wir sind gespannt und einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Herr Erdorf, 15 Minuten und schon 18 Minuten und schon ein Pfiff, einer Ihrer Mannschaftskameraden war schon vom Platz gefegt worden. Wie hatten Sie das denn von der Seitenlinie, sag ich mal, vernommen bzw. umgesetzt und aufgenommen? Mit welchem Schockzustand sind Sie in die Halbzeit reingegangen? In die Halbzeit sind wir ja eigentlich nicht mit einem Schockzustand reingegangen. Schon über die rote Karte waren wir sehr schockiert, weil erste Foul im Spiel und dann gleich rot zu ziehen, das war schon eine Entscheidung ohne Fingerspitzengefühl. Gelb hätte auch gereicht. Selbst die Gegenspieler, die beteiligt waren an der Aktion, wie Kai Mucha und Kai Teidig sagten, das war eine Strafe, die viel zu hart war, weil es ein Allerweltsfaul im Mittelfeld war, in Niemandsland. Da muss es eine rote Karte geben. Aber Ihre Mannschaft hat Farbe bekannt und dementsprechend reagiert und gewisse Akzente bis zur 45. Minute bereits gesetzt. Wir haben eigentlich dem Schiedsrichter die richtige Antwort gegeben, sind mit 2-0 in die Pause gegangen. Die Tore sind beide gefallen nach der roten Karte und ich muss da ein Riesenkompliment an die Mannschaft machen. Durch die rote Karte ist irgendwie ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, so nach dem Motto, jetzt erst recht. Und haben das auch in der ersten Halbzeit super umgesetzt. War natürlich eine Riesenkämpfer- und läuferische Aktion von der Mannschaft und kann man nur den Hut vorziehen. Ja, Bomber der Nation, so wird man es sagen. Marcel Reisgies, Doppelschlag in der 29. 43. Minute. Ich glaube, da war keine Chance für den Torwart. Nee, beide Situationen. Ich meine, Reisgies ist in der Liga ja bekannt. Und wenn der mal so von 25 oder 30 Meter drauf hält, das ist wie ein Geschoss, was hinten ankommt. Und der war sehr platziert in der Ecke. Also dem Torwart von Langerwehr kann man da gar keinen Vorwurf machen. Ja. Beide Sachen sind unhaltbar für ihn. Tolle Stimmung zur Halbzeit. Die Mannschaft hat sich dementsprechend bestens präsentiert. In der zweiten Halbzeit wieder auf den Platz zurückgekommen. Da hat aber, glaube ich, Langerwehe so ein bisschen mehr die Aggressivität erkannt von sich aus und dementsprechend ihre Mannschaft mehr unter Druck gesetzt. Ja, klar, mit einem Mann mehr im Mittelfeld muss man natürlich aufpassen. Irgendwann zehrt das natürlich bei unserer Mannschaft auch, der hohe Einsatz läuferisch und kämpferisch. Und da waren ein paar Situationen, wo man einfach sagt, wo Langerwehr im Mittelfeld cleverer reagiert und dann natürlich auch zu Torchancen kommt. Ja, Sie haben die. Haben wir auch zweimal getroffen, wobei das 2-2, ganz klare Abseitssituation, aber Schiedsrichter hat es nicht erkannt. Kann man eigentlich nichts so sagen. Ja, wir haben im Moment eigentlich, was Schiedsrichter angeht, nicht mal so ein glückliches Händchen. Ja, die Schiedsrichter ist immer so ein Thema in jeder Liga, von der Kreisklasse bis zur Bundesliga. Sie haben es angesprochen, nach dem Ausgleich 2-2 in der 76. Minute. Was hatten Sie denn da für ein Gefühl für die letzten 15 Minuten, ob Ihre Mannschaft das doch noch, sag ich mal, rumdrehen kann und den Sieg zu Hause halten kann? Also wie das 2-2 fiel, sagte der Co-Trainer von uns und jetzt erst recht. Und er hat recht behalten. Nach dem 3-2, was wir dann machen durch unseren Kapitän, den Xelo Kurtaliki, war für uns eigentlich alles sehr positiv. Und ich denke, wir haben auch verdient gewonnen. Ja, Sie haben es angesprochen. Ihr Co-Trainer hat die Devise ausgesprochen in den letzten 10 Minuten, wie er sagt, von der 80. dreimal gewechselt, vor der Führung und nach der Führung. War das jetzt Verschleiß aufgrund der hohen Lauffreudigkeit oder Laufwege oder war das jetzt noch ein taktisches Gespielchen? Das ist natürlich erste Linie einfach Verschleiß, weil die sind
wirklich lange, lange Wege gegangen die ganze Zeit, mussten alle intensiv mit nach hinten arbeiten. So in die letzten 10 Minuten hat man dann angefangen, erstmal die Leute zu wechseln, die wirklich platt waren, sage ich mal einfach. Und dann natürlich auch taktische Wechsel für die Zeit rumzukriegen, obwohl der Schiedsrichter dann auch 7 Minuten nachspielen lässt, ne? Wo ich eigentlich keine Veranlassung zu gesehen habe. Ja, Kopf-an-Kopf-Rennen nach 12 Spielen und zwar zwischen Ihrem Verein und den Schwarz-Weiß aus dem Jugendstadion. Ein Punkt Differenz, eine spannende Liga, ausgeglichen unter den Top 5, würde man schon fast sagen. Sind Sie, sag ich mal, mit dem Ergebnis können Sie ja zufrieden sein, von der Mannschaftsleistung, von der Stimmung her, wie wollen Sie jetzt?